Ja, ganz herzlichen Dank für die sowohl Überleitung zur europäischen Fragen, die jetzt, denke ich, eine große Rolle spielen werden, als auch aber auch nochmal die Aufgaben, die uns hingelegt worden sind und die wir, glaube ich, gerne annehmen werden. Ich möchte als dritten Redner jetzt Gregor Gysi, den Präsidenten der Europäischen Linken und vorher langjährigen Fraktionsvorsitzenden der Linken im Deutschen Bundestag, bitten. Und da er jetzt eben Präsident oder Vorsitzender der Europäischen Linkspartei ist, möchte ich nicht versäumen, was ich vorhin getan habe, Walter Bayer zu begrüßen, der Transform, das Netzwerk, was gewissermaßen auf europäischer Ebene der Rosa-Luxemburg-Stiftung entspricht und der EL nahesteht, hier herzlich zu begrüßen. Schön, dass du aus Wien angereist bist. Und jetzt, Gregor Gysi, möchte ich dich bitten, deinen Vortrag zu halten. Danke. Ja, sehr geehrter Herr Ministerpräsident Ramelow, sehr geehrter Herr Botschafter, liebe Frau Direktorin, liebe Gäste aus der Tschechischen Republik und aus der Bundesrepublik Deutschland. Hier ist erwähnt worden, dass ich schon mal ein Büro einer Rosa-Luxemburg-Stiftung geöffnet habe, nämlich in New York. Ich muss zugeben, das hat mir besonders viel Spaß gemacht, und zwar aus folgendem Grund. Es ist die einzige Einrichtung in den gesamten Vereinigten Staaten von Amerika, die den Namen Rosa Luxemburg trägt. Und wenn man die eröffnen darf, dann hat das schon so einen gewissen Reiz. Aber ich freue mich auch hier anlässlich der Eröffnung des Büros der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Prag sprechen zu können. Auch wenn wir diese Eröffnung erst heute feierlich begehen, ist die Stiftung bereits seit längerer Zeit in der Region tätig. Dieser Tag ist insofern nicht nur der Start, sondern auch der Abschluss eines schon länger andauernden Prozesses. Das Regionalbüro in Prag koordiniert die Arbeit der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Tschechien, Ungarn und der Slowakei. Die Büroleitung erfolgt durch Dr. Johanna Gwiadecker. Sie hat vorher das Stiftungsbüro in Warschau geleitet und also schon Erfahrung. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Büros werden hier Erfahrungen sammeln und die Entwicklung der Linken in der Region unterstützen, aber auch für Themen wie Migration, Klima, Feminismus und Geschichte politische Bildungsarbeit leisten. Wir dürfen Osteuropa nicht aus dem Fokus verlieren. Im Rahmen meiner Tätigkeit als Präsident der Europäischen Linken möchte ich auch einen Schwerpunkt darauf legen, dass wir mit den vielfältigen Akteuren der Linken in Osteuropa in einen solidarischen Austausch treten, denn die Bedingungen für sie sind momentan alles andere als einfach. Es ist schon darauf hingewiesen worden. 1938 gab es das Münchner Diktat, das Ende der Demokratischen Tschechischen Republik, vor 80 Jahren. Man kam Nazi-Deutschland entgegen in der Hoffnung, dass es weitere Ansprüche nicht stellen wird. Aber die Ansprüche von Nazi-Deutschland hörten nicht auf. Daraus gilt es zu lernen. Letztlich haben die Abkommen von Jalta und Potsdam dafür gesorgt, dass zunächst die Tschechoslowakei wieder entstehen konnte. Allerdings gehörten sie zum Einflussgebiet der Sowjetunion. Wenn wir weiter in die Geschichte blicken, dann müssen wir feststellen, dass wir auch fast 30 Jahre nach dem Fall der Berliner Mauer noch mit den Folgen der Teilung Europas beschäftigt sind. Linke Parteien haben es in Osteuropa auch deshalb schwer, weil während der Zeit des Staatssozialismus zu viel Vertrauen verspielt wurde. Die Menschen verbinden mit Sozialismus oft nicht die Vision einer humanen, gerechten, demokratischen und freien Gesellschaft, sondern eher Unterdrückung, Unfreiheit und Mangel. Hier an diesem Ort kann man in diesem Zusammenhang auch an den Prager Frühling denken, der sich in diesem Jahr zum 50. Mal jährt. Er gilt zu Recht als der zweite Versuch in Europa, einen wirklich demokratischen Sozialismus zu errichten. Der erste Versuch war die Pariser Kommune. Leider wurde dieser, wie es hieß, Sozialismus mit menschlichem Antlitz
in Prag gewaltsam militärisch beendet durch die Truppen der Sowjetunion und anderer Staaten des Warschauer Paktes. Dies gehört zu unserem historischen Erbe. Und wir müssen Überzeugungsarbeit leisten, dass diese Form von autoritärem Sozialismus niemals wieder das ist, was wir anstreben. Es gab dann noch einen dritten Versuch eines demokratischen Sozialismus in Chile unter Allende. Auch er wurde demokratisch beendet. Der Staatssozialismus hat sich selbst erledigt. Aber jeder Versuch des demokratischen Sozialismus wurde militärisch nicht zugelassen. Es lohnt sich, auch darüber einmal nachzudenken. Es ist daher unsere Aufgabe als Europäische Linke, immer wieder deutlich zu machen, dass wir in den Begriffen Freiheit und Sozialismus keinen Gegensatz sehen, sondern im Gegenteil davon ausgehen, dass sie sich gegenseitig bedingen. Denn ohne eine Überwindung des Kapitalismus werden die Geschicke auf der Welt weiterhin vor allem von ökonomischen Machtverhältnissen bestimmt sein, was eine wahrhaft freie und demokratische Gesellschaft verhindert. Und andererseits ist der Staatssozialismus mit sehr eingeschränkten Grund- und Freiheitsrechten gescheitert, sowohl politisch als auch ökonomisch. Leider hatte eben ein wirklich demokratischer Sozialismus noch nie eine längerfristige Chance. An die emanzipatorische Tradition des Prager Frühlings können wir dagegen anknüpfen. Der damalige Chef der Kommunistischen Partei der Tschechoslowakei, Alexander Dubček, hob die Zensur der Medien auf und ließ autonome Gewerkschaften zu. Zudem wurde im April 1968 mit einem Aktionsprogramm eine Wende in der Wirtschaftspolitik beschlossen. Die entscheidenden ökonomischen Passagen stammten von Otto Schick. Seine Ideen fasste er später in seinem Buch Humane Wirtschaftsdemokratie zusammen. Ihm ging es um die Verbindung einer effizienten Wirtschaft mit demokratischer Kontrolle und Steuerung. Eine Herausforderung, die nichts, aber auch gar nichts an Aktualität verloren hat. Diese Ideen können uns noch heute als Inspiration dienen, denn wir müssen es schaffen, die Verbindung von Freiheit und Sozialismus glaubwürdig zu repräsentieren. Im Umfeld der deutschen Partei Die Linke gibt es beispielsweise ein vielgelesenes Online-Magazin mit dem Titel Prager Frühling. Es ist gut, sich auch in diese Traditionslinie zu stellen. In Europa ist mit Blick auf die Europäische Union eine Demokratisierung dringend notwendig. Und übrigens, Karl Marx und Friedrich Engels haben im Kommunistischen Manifest geschrieben, dass sie eine Gesellschaft anstreben, in der die Klassengegensätze aufgehoben sind, in der es keine Ausbeutung mehr gibt und in der die Freiheit des Einzelnen Bedingung und Voraussetzung für die Freiheit aller ist. Sie knüpften das an das Einzelschicksal. Und das wurde im Staatssozialismus schwer vernachlässigt. Die Frage, ob die Europäische Union abgeschafft, reformiert oder neu gegründet werden sollte, ist überall umstritten, auch in der Linken. Ein Jahr vor den Europawahlen diskutieren wir auch bei uns durchaus kontrovers über die Errungenschaften und Defizite der Europäischen Union. Das ist eine grundsätzliche Frage mit wichtigen strategischen Konsequenzen, die ich im Folgenden aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchten will. Eine sehr positive Auswirkung der europäischen Einigung, die wir im Alltag heute als selbstverständlich wahrnehmen, ist der Frieden in Europa. Nachdem es auf unserem Kontinent über Jahrhunderte schreckliche Kriege gab. Die Idee der Montanunion, einer der Vorgängerinstitutionen der Europäischen Union, war es, die Kriegsindustrie nach dem Zweiten Weltkrieg zu vergemeinschaften, um den innereuropäischen Frieden zu sichern. Dies wurde insbesondere von Deutschland und Frankreich vorangetrieben. Zumindest zu diesem Zeitpunkt war die europäische Einigung ein Friedensobjekt. Und diesen Aspekt sollten wir nicht unterschätzen und immer wieder darauf hinweisen. Zudem ermöglicht der im Rahmen der europäischen Einigung erreichte Wegfall der Grenzkontrollen zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union
bzw. des Schengen-Raums eine Reisefreiheit, die wir im Alltag spüren und die wir nicht missen möchten. Die Jugend von heute, nein, der Jugend von heute, wäre das Gegenteil überhaupt nicht mehr zu vermitteln. Viele junge Leute können sich ein Leben ohne die europäische Einigung ohnehin kaum vorstellen. Sie genießen die Freiräume, die Vorteile der europäischen Integration in stärkerem Maße als wir, nämlich die ältere Generation. Sie gehen in anderen Ländern zur Schule, arbeiten oder studieren dort, reisen über offene Grenzen, ohne wochenlang auf ein Visum warten zu müssen. Wenn wir diesen jungen Leuten sagten, wir kehren zurück zum alten Nationalstaat mit Grenzbaum und Pass, und dann gibt es irgendeinen Widerspruch zwischen Deutschland und Frankreich, dann führen die oder wir wieder die Visumspflicht ein. Da würden wir Alten sagen, ja, das kennen wir schon von früher. Aber die Jugend würde uns überhaupt nicht verstehen. Die könnte das überhaupt nicht nachempfinden. Und deshalb sage ich immer, wir Alten sind verpflichtet, für die Jugend die europäische Integration zu retten. Allerdings müssen wir aufpassen, dass wir Teile der Jugend nicht durch eine falsche Politik der EU-Institutionen wieder verlieren. Denn Europa darf kein Eliteprojekt sein. Aus der Perspektive beispielsweise der südeuropäischen Jugend gibt es erstmal gute Gründe, die europäischen Institutionen abzulehnen, welche ihren Ländern die knallharte Sparpolitik aufgezwungen haben. Europa und die Europäische Union stehen hier direkt für Sozialabbau, der nicht dazu beiträgt, die Probleme zu lösen, sondern diese verschärft. Das ist das Ergebnis der Politik, gerade der Bundesregierung unter Leitung von Angela Merkel und durch den Finanzminister Wolfgang Schäuble. Wie soll denn eine Spanierin oder Griechin ein positives Bild von der EU haben, wenn annähernd die Hälfte ihrer Freundinnen arbeitslos ist und die Troika unter Druck der deutschen Regierung weitere Sparmaßnahmen fordert? Das Ergebnis erleben wir gerade in Italien. Daher ist es eine wichtige Aufgabe der europäischen Linken, alternative Ansätze zur Bekämpfung der Krise vorzuschlagen. Hauptansatzpunkt ist eine andere Wirtschaftspolitik, die auf Wachstum und Beschäftigung, die Verkürzung der Arbeitszeit und die soziale und ökologische Restrukturierung der Ökonomie setzt. Notwendig sind öffentliche Investitionsprogramme, die eine wirtschaftliche Tätigkeit in den Feldern bewirken, die gesellschaftlich sinnvoll sind. Dazu gehören die Infrastruktur, das Energie- und Verkehrswesen, das Internet und Breitband und vor allem Bereiche wie Bildung, Kultur, Gesundheit und Wohnen. So wären durchaus positive Entwicklungen denkbar, die alle Europäerinnen und Europäer im Blick haben und deren konkrete Lebensbedingungen verbessern. Wir müssen verhindern, dass die EU-Staaten noch weiter auseinanderdriften und es dadurch zu EU-Bürgerinnen und EU-Bürgern erster und zweiter Klasse kommt. Dies gilt auch und gerade mit Blick auf Osteuropa. Entscheidend für uns ist, glaubwürdige und sichtbare Alternativen zu entwickeln. Und zwar in einem breiten Bündnis mit sozialen Bewegungen, Gewerkschaften, kritischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und vielen anderen. Hier kann die Rosa-Luxemburg-Stiftung auch eine wichtige Rolle spielen, um alternative Sichtweisen und Ansätze sichtbar zu machen und zu diskutieren. In den akademischen Wirtschaftswissenschaften haben fast überall in Europa neoklassische bzw. neoliberale Ökonominnen und Ökonomen als Experten ein Monopol. Aber es gibt auch andere Stimmen. Kernelemente der anderen Stimmen sind unter anderem ein öffentliches Investitionsprogramm, die Regulierung der Finanzmärkte und eine grundlegende Veränderung der Rolle der Europäischen Zentralbank. Es gilt, der Finanzspekulation Einhalt zu gebieten, Steuerflucht zu bekämpfen und Steueroasen auszutrocknen.
Eine andere Verteilungspolitik stellt ein weiteres wichtiges Element dar. Anstatt Löhne, Renten und Sozialleistungen zu kürzen, ist es notwendig, diese zu erhöhen. Dies ist nicht nur aus sozialen, sondern auch aus ökonomischen Gründen erforderlich, um die Nachfrage zu stärken, die Binnenwirtschaft anzukurbeln. Bestandteil einer anderen Verteilungspolitik ist weiterhin eine neue Steuerpolitik mit einer stärkeren Besteuerung der Reichen, der Konzerne, der großen Banken und Vermögen. Im Gegensatz zu heute muss die Europäische Union wieder mit sozialer Wohlfahrt verbunden werden. Sie kann nur bestehen bleiben, wenn sie von der Mehrheit der Bevölkerung aller Mitgliedsländer getragen wird. Natürlich sind wir dabei auf eine grundlegende Überarbeitung und Neuordnung der europäischen Verträge, um Europa und die Europäische Union vom Kopf auf die Füße zu stellen und endlich wieder sozialen Fortschritt zu erreichen. Das sollten wir nie vergessen und Vorschläge für alternative Verträge unterbreiten. Vertragsänderungen sind aber nur sehr schwer zu erreichen. Deshalb müssen wir gleichzeitig versuchen, auf der Grundlage der bestehenden Verträge eine andere Auslegung und eine fortschrittlichere Politik zu erstreiten. Ich glaube, ohne eine supranationale, also mindestens europäische Regulierung des Kapitalismus, lässt sich eine Politik, welche sich für die konkrete Verbesserung der Lebensbedingungen der Menschen einsetzt, nur sehr schwer umsetzen. Deswegen braucht die Linke eine europäische Strategie. Natürlich ist es nicht möglich oder sinnvoll, die nationalen und regionalen Kämpfe, die wir als Linke in ganz Europa jeweils lokal führen, quasi durch die europäische Ebene zu ersetzen. Selbstverständlich müssen Mehrheiten für fortschrittliche Politik immer vor Ort erkämpft werden. Aber wie wollen wir denn andererseits aus dem Modus der reinen Abwehrkämpfe gegen Verschlechterungen herauskommen, wenn wir keine europäische Strategie entwickeln? Ich bin der festen Überzeugung, ohne eine Einbettung in eine solche Strategie für ein solidarisches Europa sind alle Kämpfe auf lokaler und nationaler Ebene noch schwieriger. Lasst mich das mit einem Beispiel aus Deutschland illustrieren. Wenn wir in einem wirtschaftlich schwachen Bundesland oder in einer klammen, das heißt fast pleitegehenden Kommune, an die Regierung kommen, wir, die Linken, dann sind wir im Zwiespalt zwischen dem, was wir eigentlich fordern und dem, was wir aus diesen unteren Ebenen real umsetzen können. Dann sagen wir immer klar, dass wir auch eine Veränderung auf nationaler Ebene brauchen, um beispielsweise durch eine solidarische Steuerpolitik wieder mehr Spielräume für eine fortschrittliche Politik auf lokaler Ebene zu schaffen. Das ist ja auch richtig. Wenn man sich aber nun in die Perspektive einer linken Regierung in einem wirtschaftlich eher schwachen Mitgliedsland der EU hineinversetzt, dann ist ein Rückzug auf diese Ebene weder realistisch noch wünschenswert, um eine Politik im Sinne der dortigen Bevölkerung umzusetzen. Dann braucht es die Solidarität auf europäischer Ebene. Und die real existierende EU macht das Gegenteil. Denken Sie an die Behandlung des Südens Europas. Es wurde nur abgebaut, nie aufgebaut. Aber es gibt zumindest Institutionen und ein Parlament auf europäischer Ebene, welches eine Regulierung auch gegen die Interessen nationaler Kapitalfraktionen durchsetzen könnte. Viele Probleme wie Klimaschutz und im Kern auch die Regulierung der Wirtschaft müssen global geregelt werden, um zu verhindern, dass sich die Nationalstaaten gegeneinander ausspielen lassen. Die Treibhausgase machen nicht an nationalen Grenzen Halt. Und die Wirtschaft ist längst global organisiert, während die hauptsächliche Regulierungsinstanz bislang auf die nationale Ebene beschränkt ist. Es gibt rechtsetzende Institutionen und Behörden, sogar in den letzten Jahren immer stärkere Ansätze einer europäischen Öffentlichkeit. Andererseits geht die europäische Ebene über den Nationalstaat hinaus, umfasst fast eine halbe Milliarde Menschen. Und eine fortschrittlich aufgestellte EU
könnte auch auf globaler Ebene eine gute Rolle für eine soziale, friedliche und ökologische Welt spielen. Dafür sollten wir kämpfen und uns nicht ohne Not dieser europäischen Ebene der Regulierung berauben, welche auch die heutige EU darstellt. Denn ob zukünftige zwischenstaatliche Abkommen eine bessere Basis für ein solidarisches Europa und eine friedliche Welt wären, wage ich stark zu bezweifeln. Wer vor allem auf die nationalstaatliche Ebene zurück will, den oder die frage ich. Ist das hilfreich für den Klimaschutz? Ist es denn nicht noch schwieriger als jetzt schon, verbindliche Abkommen international auszuhandeln, wenn hunderte Nationalstaaten mit jeweils eigenen Interessen zusammenkommen? Ist da die verbindliche Zusammenarbeit im Rahmen der Europäischen Union nicht ein gewisser Fortschritt? Wie stellt man sich denn dann ernsthaft eine europäische Regulierung der Wirtschaft vor? Wer soll denn in einem Europa souveräner Nationalstaaten verhindern, dass Länder, wie in der Vergangenheit zum Beispiel Irland, es zu ihrem Geschäftsmodell machen, sich mit extrem geringen Steuersätzen, mit geringen Sozial- und Umweltstandards für das internationale Kapital attraktiv zu machen? Wie soll denn die notwendigen Investitionen in wirtschaftlich schwächeren Ländern finanziert werden, wenn nicht europäisch? Braucht es dafür nicht mehr Möglichkeiten, auf EU-Ebene solidarisch umzuverteilen und nicht weniger Möglichkeiten? Und wie soll man denn wirksam auf den Handelskrieg der USA gegen viele europäische Länder reagieren? Also Deutschland erhebt dann Strafzölle auf Jeans und Whisky. Frankreich sagt, bei uns trinkt man gar keinen Whisky, wir machen das nur mit Jeans. Italien sagt, wir machen gar nichts. Polen will auch nichts machen. Dann lacht uns Trump nur aus. Wenn wir aber geschlossen als EU wie auch immer reagieren, dann muss er das ernst nehmen. Wir müssen uns diesen europäischen Herausforderungen stellen und brauchen auch europäische Antworten. Wir als Europäische Linke müssen eine Debatte und Position zu Europa hinbekommen, die mehr ist als eine Hintereinanderreihung unserer nationalen Positionen. Ich stelle mir die Europäische Linke zukünftig auch als Raum vor, in dem wir natürlich auf Grundlage der in unserem nationalen Kontext diskutierten Positionen zusammenkommen und dann aber über diese hinausgehen. Vielleicht können wir wirklich voneinander lernen, die Argumente der anderen aus ihrem Kontext heraus verstehen und dann gemeinsam eine Debatte führen, die für alle lehrreich und aufklärerisch ist. Ich glaube, dass unsere Position dadurch stärker wird, dass wir uns auch trauen sollten, Differenzen in dieser Frage auszutragen. Es gibt bei uns seit einiger Zeit vermehrt das Bedürfnis und die Bereitschaft, auch kontroverse politische Themen offen zu diskutieren, was ich sehr begrüße. Ich möchte alle Linken in Europa dazu einladen, auch dazu ermuntern, über die Gründe der unterschiedlichen Positionen zu Europa nachzudenken und dann gemeinsam einen tragfähigen Kompromiss zu erreichen. Dieser muss möglichst breit angelegt sein und unterschiedliche Schwerpunktsetzungen unserer Parteien widerspiegeln. Ich werbe aber bei dieser Debatte explizit auch dafür, keine nichtssagenden Formelkompromisse anzustreben, in die man alles und nichts hineininterpretieren kann, sondern den ernsthaften Versuch zu unternehmen, sich politisch zu verständigen und eine grundsätzliche, fundierte und kommunikationsfähige Position zu Europa und der bestehenden Europäischen Union zu erreichen. Ich glaube fest daran, dass wir das schaffen können. Natürlich werden sich alle Teilnehmenden der Diskussion in der Diskussion bewegen müssen. Wir brauchen eine Offenheit den anderen Meinungen gegenüber, müssen versuchen, diese zu verstehen. Wir müssen uns als lernende Partei Europas begreifen. Ein Ort hierfür wird beispielsweise die Sommeruniversität der Europäischen Linken sein, die vom 11. bis 15. Juli in Wien stattfinden wird, zu der ich Sie und euch recht herzlich einladen möchte. Man kann sich dazu online anmelden. Ich verweise auf die Homepage der Europäischen Linken.
Dort finden sich auch erste Informationen zum zweiten Forum der linken, grünen und progressiven Kräfte für ein alternatives Europa, welches vom 9. bis 11. November in Bilbao in Spanien stattfinden wird. In Europa sind wir schuldig, einen gemeinsamen Kampf gegen Neoliberale und die zunehmend stärker werdenden Rechtspopulisten und Rechtsextremisten zu führen. Wir müssen das Gegenüber zu dieser nationalistischen Rechtsentwicklung sein. Ich weiß, wie schwer die Situation in Griechenland ist und wie unterschiedlich die Einschätzungen der richtigen Strategie selbst unter unseren Mitgliedsparteien sind. Aber mit Blick auf die Europawahl darf sich die Linke doch nicht von der knallharten Austeritätspolitik der Troika spalten lassen. Ich bitte Sie. Wir haben die Pflicht, vereint für ein friedliches, soziales, demokratisches und ökologisch nachhaltiges Europa zu kämpfen. Dafür brauchen wir den Kompromiss untereinander. Lasst uns leidenschaftlich streiten in kulturvollen politischen Debatten. Aber am Ende des Tages zusammenstehen und nicht vergessen, wer die wahren Gegner sind. Die Einheit der Linken ist zwar schon oft beschworen und gefordert worden, aber diesmal kommt es noch mehr darauf an. Der Geist des Faschismus ist wieder auferstanden und er wird nicht von alleine verschwinden. Wir müssen ihn gemeinsam vertreiben. Ich glaube fest daran, dass wir es schaffen können, uns auf eine kohärente Position zu Europa und der europäischen Integration zu verständigen und dann einen erfolgreichen Wahlkampf zum Europäischen Parlament zu streiten. Es wird nicht einfach, aber wir müssen es mit aller Energie versuchen. Gemeinsam können wir es schaffen für ein soziales, ökologisch nachhaltiges, demokratisches, transparentes und nicht militärisches Europa. In diesem Europa müssen alle Staaten gleichberechtigt nebeneinander stehen und jedes Land, auch Tschechien, Ungarn und die Slowakei, sind dabei wichtig und werden immer wichtiger. Deswegen sind wir hier, die Stiftung, die Deutsche Linke, insbesondere vertreten durch den Ministerpräsidenten Bodo Ramelow. Naja, ich bin auch noch da. Und wir freuen uns, dass wir von nun an mit dem Büro der Rosa-Luxemburg-Stiftung hier präsent sein werden. Dem Büro und seiner zentralen Aufgabe, die Kontakte zwischen Linken hier und in Deutschland und Europa zu verbessern und Wissen über Tschechien auszubauen, und zwar unser Wissen, also auch zu unserer Bildung beizutragen, wünsche ich sehr gutes Gelingen. Dankeschön.